So, wie sage ich Nein, ohne den anderen zu brüskieren? Naja, erstmal musst du gar nicht Nein sagen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Es gibt ja kein Nein, sondern du hast gewisse Bedingungen, die nicht erfüllt sind. Und deswegen möchtest du das nicht. Das heißt, fokussiere dich doch lieber darauf, was du möchtest, anstatt darauf, was du nicht möchtest. Also insofern, wenn dir irgendein Angebot nicht gefällt, sag unter diesen Umständen leider nicht. Allerdings, wenn so und so und so wäre, dann könnten wir schon darüber sprechen. Also, die Idee ist, du musst gar nicht Nein sagen und eine Pause machen. Wenn es nicht völlig unverschämt ist, dann kann das durchaus angemessen sein. Aber viel besser ist doch, sich darauf zu fokussieren, was du möchtest. Und wenn du Nein sagen musst, aus irgendeinem Grund, dann sag Nein. Und du kannst trotzdem sehr freundlich zur Person sein. Einer der wichtigsten Punkte überhaupt in der Verhandlung ist es, dass du den Verhandlungsgegenstand von der Person trennen musst. Das heißt, du kannst knallhart sein in der Sache, aber eben weich zur Person, wie man so schön sagt. Hart in der Sache, weich zur Person. Das heißt, du kannst sagen, du, ich arbeite so gern mit dir, aber das geht nicht. Nee, sorry. Ja. Wie geht's sonst deiner Family? Alles okay? Aber trenne und mach es auch ganz klar. Sag, pass auf, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Unsere Beziehung und das Geschäft. Und das ist völlig neu, das ist nichts Persönliches, aber unter diesen Umständen leider nein. Wenn dir der Inhalt gefallen hat, abonnier den Kanal.